bringen wir das zu Doma. Mehr Priorit. Wie viel kriegen wir wohl bei Doma dafür? Hey, kein schlechter Fund. Mal sehen, ob Doma daran Interesse hat. Du steckst ganz schön tief drin, was, Turgel? Immer auf der Flucht. Kaum Kredits in der Tasche. Alle hassen mich. Es ist egal, wohin ich gehe. Ich bin immer allein. Lass uns die Datendesk zu See bringen. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Lass uns das See zeigen. Danke für die Hilfe. Lass uns das See zeigen. Los geht's, BD. Mal sehen, ob Doma daran Interesse hat.
können wir in Domas Laden verkaufen. Toller Fund. Guck mal, wer hier schon wieder ist, ne? Ich bin eigentlich hier so nur ein bisschen auf meinen Erkundungstrip auf Kobo. Ich wollte mir eigentlich hier das hier alles einsacken, ne? Und dann finde ich den Typen hier. Und ja, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dann müsste der jetzt eigentlich den letzten Fisch hier einsammeln, ne? Ich glaube, ich habe 11 von 12. Also ja, tun wir uns den noch einmal an und dann gucken wir mal. Was ist das? Der sagenumwobene Pfarrfisch. Ist er hier drin? Und eine Tragödie, die einen bis auf die Knochen durchlässt. Hier drinne? Es gibt nur noch wenige Pfarrfische wegen ihrer schmackhaften Drüsen. Okay. Und ich will die arme Kreatur nicht um ihre Organe erleichtern. Na, ja, ich glaube, ich habe alle jetzt. Warte, ich helfe dir. Ich helfe dir. Großmaulfahr. Ich will sie in den Saloon bringen. Eines Tages einen Partner für sie zu finden. Cool. Wie romantisch. Hast du früher schon mal andere Pfarrfische gefunden? Nein, aber beim Angeln. Ja, erzähl mir jetzt noch deine Geschichte und wir, die geht danach immer noch weiter. Vorgefunden hat. Eine Welle ist nur so gut wie der Stein, mit dem du sie verursachst. Wie wär's jetzt mit deiner Geschichte, Junge? Ja, aber natürlich. Also, nach jahrelanger Suche. Dann setzen wir uns wieder hin, wenn er wieder seine. Wenn er wieder seine Geschichten erzählt aus den Zeiten, wo alles nur einen Nickel kostete. Diese Welt, auf der ich geboren und aufgewachsen war, kam meinen verhärmten Augen vor wie ein Mond. Selbst Karl guckt sie mir rüber so, muss ich mir halt echt anhören. Ich schleppte mich zu Undans Höhle, aber sie war leer und kälter als in meiner Erinnerung. Weißt du, Junge, manchmal bringt die Wahrheit Frieden und manchmal Trauer. Der Fisch ist nie das, was du erwartest, wenn er anbeißt. Ich verließ mühsam die Höhle und ging zurück in mein Dorf. Und was ich als nächstes entdeckte, jagte ein Rundholz durch meinen dreifach eingelegten Bauch. Alle meine Verwandten, alt und jung, dahin hab ich mir schon gedacht. Von Hunger und Kälte. Denn niemand anderer als Captain Vanjegwet hatte in ihren Gewässern gefischt. Und die wenigen verbliebenen Fische aufgespießt und weggebracht. Und so kam es, dass ich erneut auf der Suche nach dem schrecklichen Captain und seiner Crew war. Nicht um Gerechtigkeit zu üben, ich wollte meine Heimat befreien. Und deine Heimat ist jetzt tot. Im Gespräch erzähle ich dir, was aus meinem Kreuzzug wurde. Der ist ja immer noch nicht fertig, ey. Ei, unsere Geschichte nähert sich ihrem Ende. Okay, ja, dann sprechen wir ihn einfach so an, bis der mal fertig ist. Der Kerl hat einfach nur schon mal seine Knarre gezückt, ey. Und dabei die Alten aushungerte, die mich aus einem Eigelb großgezogen hatten. Ich habe viele Monate nach ihnen gesucht. Schließlich fand ich sie an den salzigen Ufern des dritten Mondes von Antin. Dort verfolgte ich meinen Feind bis zum Garachusgraben, einem Riss direkt durch das Herz des Mondes. Im dunklen Salzwasser stieß ich dann auf sie. Und seine der sagt man nicht mal irgendwie, warte. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Gespräch. Captain, rief ich, du hast dein Versprechen gebrochen, nie im Meer von der Kapital zu fischen. Und ich sagte, dein Kommando ist verwirrt, wenn du meinen Hand. Ja, das ist so ein Pirat, ne? Trau niemals einem Pirat. Nicht zurück ins Meer. Bevor ich meine Flossen schütteln konnte, schoss die Spitze seiner Harpune durch die Tiefe und der Haken drang in meine Brust. Hast du überlebt? Meine Säfte färbten das Wasser und als mein Blick langsam erstarb, sah ich Vanjek grinsend wie ein Raub. Wenn wir gegen den kämpfen, müssen wir ihn umbringen hier. Wie gesagt, Junge, meine Geschichte ist düster. Mehr. Boah, der ist ja immer noch nicht fertig. Da war ich nun. Tief im Garachusgraben
Banjexapune im Wanst und das Licht vor meinen Augen. Ich fühle mich wie in so einem alten Heim irgendwie. Damals war noch alles besser. Und grinste überaus garstig, als ich plötzlich sah, wie die Glumbrigale davon eilten. Sie nutzten meine Ablenkung, um zu fliehen. Da hatte ich eine Idee. Mir fiel der große Brunftschrei der Aale ein. Meine letzte Hoffnung. Ich atmete noch einmal tief ein und ließ den schrillen Ruf erklingen. Was ist passiert? Das will ich dir sagen, Junge. Die Aale schwärmten wie ein elektrischer Sturm heran. Die üble Crew zerstob und Vanjek, der verdammte Vanjek, der schreckliche Captain, wurde gekocht wie ein Quellfisch am Abend. Nice. Die Aale zogen ihn in die Tiefe und aus meinen Ohren entwich das Bewusstsein. Dunkelheit überkam mich. Als ich erwachte, nun komm wieder. Boah. Dann beende ich meine Geschichte. Als ich von meinem letzten Duell mit Banjek erwachte, lag ich auf dem Deck eines Fischerboots. Anscheinend war mein durchbohrter Körper an die Oberfläche getrieben und von einer einheimischen Fischerin gefangen worden. Was ist mit Captain Watt? Hat er überlebt? Falls dieser Sack aus gegrilltem Schleim immer noch die Galaxis heimsucht, so habe ich jedenfalls von ihm oder seiner Crew nie wieder etwas gehört. Aber ich wollte weder Fisch noch Fischer harpunieren. Ich wollte die Harpune nicht mit schrecklichen Captains oder tödlichen Fischen kreuzen. In all dem Durcheinander hatte ich, nun, den Blick auf mich selbst verloren. Die Fischerin, die mich gefangen hatte, kannte eine Welt in der Nähe mit einer großen Vielfalt an Fischen. Kobo. Also ich nach Kobo. Und seitdem weiß ich, warum ich so gerne fische. Warum? Weil ich Fische mag, Kerl. Ich mag glänzende Fische. Ich mag große und kleine Fische. Ich mag Fische, die schielen und Fische, die geradeaus schauen. Ich mag sogar Fische, die gar keine Augen haben. Und ich mag die Gesichter von Landratten wie dir, wenn sie erkennen, wie viele verschiedene Fische es in dieser Galaxis gibt. Ach, und das ist meine Geschichte, Kerl. Vielleicht nicht ganz so düster wie angekündigt. Du hast viel durchgemacht. Zum Glück geht's dir gut, Scoofer. Oh, ich danke dir, Junge. Danke dir. Du hast mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Ei, Junge. Geh nur und sinniere. Aber lass nicht Jahre den Fluss hinunterlaufen. Es gibt immer, immer einen anderen Fisch. Amen. Wie beharrlich. Jungchen, du bist okay. Da fällt mir eine Last von meinen kleinen Schultern. Und trotzdem noch mal gehen. Oh, ich hatte gerade eine schlimme Begegnung mit einem dieser Kampfdruiden. Ich hatte Angst, sie hätten dich auch gefunden. Also für, was ist passiert? Hätte ich die Fische schon viel früher finden sollen? Ich sollte den Bedlam Raiders einen Tribut entrichten. Wehe jeder Landratte, die es wagt, Scuba Steve einen Fisch zu stehlen. Scuba Steve? Hast du dich mit einem Kampfdruiden geprügelt? Nein, nein, sie sind wieder abgezogen. Vielleicht haben meine groben Gesten sie verschreckt. Hm? Bist du okay, Scuba? Halte die Augen offen, Kerl. In diesen Gewässern sind seltsame Gestalten. Okay. No, jetzt kann ich nicht mehr mit dem reden. Okay. Oh mein Gott. Mein Gott, ey. Das war, ja, weiß nicht. War anstrengend nach einer Zeit. Die Geschichte so lange jetzt zuzuhören, ey. So, ich habe irgendwie gesehen, es gibt nicht wirklich einen Weg hinzukommen, deswegen muss man hier so, glaube ich, hin, ne? Netter Fund, bringen wir sie zu See. Weil hier ist irgendwie was Rotes, aber ja, habe ich mir schon gedacht, man muss da über rüber gehen, irgendwie so rüber düsen. So, da sehe ich auch so ein Ding, das wird gar nicht auf der Karte angezeigt, glaube ich. So. Ja, jetzt hab ich, oder ist das das? Oder ist das okay? Ich glaube, anderes. Ja, gut, haben wir das auch. Boom, boom. Klopf, klopf. Schnapp, schnapp.
Schäglackierung habe ich doch schon. Oder ist das für Droiden? Kann den Lift hier nicht benutzen. Da gibt es so viele Lifts hier, die ich noch gefunden habe und die ich immer noch nicht benutzen kann. Ich da irgendwie da hochgehen müssen, ich weiß es nicht. Egal. So, kleines Update. Man hat vielleicht gerade gesehen, wie ich so eine kleine Compilation hier vor diesem Part reingepackt habe, ne? Ich einige Sachen am Sammeln war. Ja, ich habe eine Menge Sachen auf Screen eingesammelt. Ich habe uns mal allen Gefallen getan und einige Samen auf Screen eingesammelt, ne? Mir fehlen gar nicht mehr so viele, ne? Ich habe irgendwie ja 16. Ja, 16 fehlen mir noch. Habe ich uns mal einen Gefallen getan und das alles auf Screen so eingesammelt, ne? Damit wir eine Sache weniger hier haben. Jetzt bin ich mehr oder weniger auf der Suche nach so Artefakten und Truhen nur noch. Das sind so die einzigen Sachen, die noch übrig sind. Hier sind auch ein paar Pflanzen, aber wie auch immer ich da hinkomme, weiß ich nicht, ne? Und ja, ich klappe mehr oder weniger jetzt noch alles ab, was mir noch fehlt. Da können wir auch noch mal kurz hin. Fort Kaelin. Okay, irgendwo da. Da kann man auch ganz oben irgendwo hin, aber das mache ich jetzt gerade nicht. Ich habe gerade keine Zeit, ehrlich gesagt. Ich wollte hier noch so kurz schnell reinpacken. Leveln können wir auch mal ein bisschen. Ich habe so eine Fähigkeit entdeckt, die mich irgendwie interessiert. Und zwar mit dem Blaster. Und so habe ich das mal geguckt, ne? Und das sieht irgendwie interessant aus. Das sieht so ein bisschen aus wie hier aus Red Dead Redemption, wo die Gegner irgendwie so anvisierst, dann irgendwie auf einmal einen Schuss abfeuerst. Wenn das genau das ist, dann hätte ich halt gerne. Also holen wir halt mal kurz. So, Blaster-Schüsse sind schnell aufgeladen, kann man auch nehmen. Ich kann das nicht lernen. Hatte ich nicht 5? Oh, ich dachte, ich hatte 5. So, sparen wir noch ein bisschen. Gut, und ja, ich gehe dann noch weiter. Ich suche noch mal ein paar Schatztruhen, die ich einsammeln kann, ne? Und dann gucken wir mal, ob wir alles gelöst haben. Wir sind bei 90%, so viel ist ja nicht mehr. Ich tue jetzt alles nur durch die Schatztruhen hier absuchen und dann, ja, wird das schon irgendwann hier. So, als nächstes gehen wir hier nach Fort Kaelin, ne? Mal gucken. Gut, dann sehe ich euch gleich, ne? Hier habe ich übrigens auch die ganze Zeit rumgefuchtelt, ne? An diesen Dingen, wo man hier das Ding kaputt machen muss. Das geht einfach nicht kaputt. Ich habe da irgendwie eine halbe Stunde lang versucht, hier das Ding zu verbrennen. Es geht einfach nicht kaputt. Also ich weiß nicht, was ich da machen muss. Ich habe das Gefühl, das ist ein Bug. Und wenn das ein Bug ist und das, wer das hier versperrt, dann ja, wäre ich ein bisschen schlecht gelaunt. Und dann kann ich ja nicht alles bekommen. Aber gut. Mehr beim nächsten Mal. Ja, schaut euch mein Porno Schnurrbart an und meine Knarre. Ho. Bis gleich. So, ab nach Coruscant, weil da müssen wir jemanden killen. Also bei deiner ganzen Reise zur Selbstfindung. Redest du mit mir? Ja. Was war dein Lieblingsplanet? Natürlich nicht. Das kann ich nicht sagen. Kann ich mich auch irgendwo hinsetzen? Mon Cala. Er ist lebendig, sauber, voller Energie. Mon Cala. Die Leute waren gastfreundlich und gütig. Klingt wie, ich kenne nur Mon Calamari. Schlaf nicht, Grease Riders. Sonst besuchen dich meine Schwestern. Mon Cala, ist das nicht irgendwie Mon Calamari? Oder irgendwie geredconnt oder so? Ich weiß das ja nicht. Setz dich, Kerl. Das ist dieser Wasserplanet, glaube ich, dieser Mon Calamari. So hießen die Kreuzer, die Rebellen benutzt haben gegen die Sternzerstörer in Episode 6. Das weiß ich, weil ich Empire at War gespielt habe. Die stärksten Schiffe waren die Mon Calamari Kreuzer. Habt ihr eigentlich auch irgendwie was zu sagen? Diese Leute wissen gar nicht, welchen Krieg wir austragen. Vielleicht ist das was Gutes. Für den Moment vielleicht. Aber diese Galaxis braucht eine echte Revolution. Willst du sie anführen?
Würde dir das gefallen? Aber nicht drauf antworten. So, Crossing ist ja nicht so groß, ne? Mich stört es ein bisschen. Ich glaube, man kann sich nicht im Teleportpunkt der Mantis hier teleportieren. Sonst würde ich mich immer von da aus schon teleportieren. Aber ich muss immer hier zu diesem Speicherpunkt, glaube ich, erst hingehen. Einfach neu durch, Kollegen. Lass mich hier durch. Warum geht das Ding nicht auf? Ja, geh mal weg, geh mal weg. Ich will nur mal kurz eine Kache machen, ne? Ah, kannst mich nicht treffen. Ich bin am Schlafen. Du kannst mir nichts. Edge, Badge, Badge, Badge. So. Mal gedacht, den Weg gehen wir jetzt noch so. Na, guck mal, was da los ist, ne? Wird ja wohl nicht so schwierig sein, oder? Kann man sich vorstellen, dass schwieriger ist als der letzte. Okay. Oh Mann. Hier sind normalerweise Leute, glaube ich. Wo seid ihr? Guck mal hier. Wer von euch ist der Boss? Wäre irgendwie lustig gewesen, wenn ich die so getötet hätte. Boah, ich habe so viel Schaden gemacht. Sieht schon mal einfacher aus als... Nein. Aber wenn du mich jetzt getroffen hättest, ne? Sind schon wieder diese Typen hier, die ganze Zeit hier aufgeladene Schüsse machen und so, ne? So. Ja, machen wir das hier. Mal komm. Oh mein Gott. Hilf mir bitte! Das ist so blöd, ne? Was ist das? Da. So, jetzt du nicht. Ja, ein Stück. Oh, ich bin noch ausgewichen. Ein Verfolger weniger, der uns Sorgen bereitet. Ja, irgendwie haben die uns nicht verfolgt. Wir gehen eigentlich nur auf die los. Okay, Karl. Was auch immer deine Seele beruhigt, ne? So, haben wir das erledigt. Können wir wieder nach Hause. Und den Puck abgeben, ne? Und den nächsten Auftrag hier abholen. Und hoffentlich sind die alle auf Kurve. Ich habe keinen Bock, immer den Planeten zu wechseln. Und die anderen Planeten habe ich ja schon erledigt. Also bitte seid alle auf Kurve. Dann muss ich nicht extra wieder hier so einen extra Umweg machen für euch alle. Welcher Planet als nächstes? Kobo. Kurs auf Kobo. Oh, was für ein Tag. Hey, lasst uns. Guck mal mein Lichtschwert an, ey. Sieht aus wie so ein Zepter. Wenn du willst, kann ich die Mantis fliegen. Dann hättest du Zeit, ein Nickerchen zu machen. Und dir das Kommando über die Mantis überlassen? Nein, danke.
Du würdest dich doch nur auf dein gut aussehendes Spiegelbild fixieren und gar nicht merken, wenn wir Probleme bekommen. Oh, ich wollte schon sagen, hätte er die ganze Zeit einen Spiegel. Oh, nee, das ist eine Knarre, ne? So. Bum, bum, blum, blum. Komm hier rauf. Oh, kann ich mich nicht direkt hinsetzen? Nur so merkwürdig, wie ich das warten muss. Du darfst jetzt sitzen, Kerstis. Wir haben zwei Pucks, damit können wir uns, glaube ich, wieder irgendwas holen, ne? Bei der einen Kollegin. So, wenn jetzt alles so abläuft, wie ich mir das vorstelle, dann dürfen wir jetzt auch gleich keine Musik hören. Weil jedes Mal, wenn ich so ein Part hochlade, wo diese blöde Musik im Hintergrund abgespielt wird, ne? Dann spinnt mein... Dann bekomme ich immer so eine Urheberrechtmeldung. Was jetzt nicht so schlimm ist, weil ich kein Geld mache mit den Videos. Aber, oh, perfekt. Jetzt ist Stille. Ist überhaupt nicht unangenehm, ne? Aber ich habe die Musik mal ja so abgestellt hier. Noch immer mal was. Ich bin mir ziemlich sicher, die ist die ganze Zeit am Pennen irgendwie. Die ganze Zeit irgendwie diese Animation, wie sie da so am Sitzen ist, irgendwie, weil ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. So, holen wir uns das letzte Pistolending, ne? Damit kann ich nichts falsch machen. Du weißt, dass du damit auch nicht besser zielst, oder? Doch. Nein. Gerüchten zufolge ist der Gendai tot. Warst du das, Kumpel? Und was wäre, wenn? Bin neugierig. Wie hast du es gemacht? Ihm die Beine abgeschnitten? Nein, die würden einfach nachwachsen. Ich bin auf ihn zugelassen. Ich bin auf ihn zugerannt, habe ihn mit meinem Lichtschwert gehauen. Ich will nicht darüber reden. Ein echter Profi verrät wohl nie seine Geheimnisse. Anscheinend färbe ich auf dich ab. Tja, Killer, hier ist noch ein Tipp. Echte Profis machen nie was umsonst. Okay, gib mir Geld. Entspann dich nicht zu sehr, Kerl. Mag sein, dass du einen dicken Fisch erledigt hast, aber es sind immer noch eine Menge, ich kann doch gar nichts. Im Spiel, die deinen Tod wollen. Nein, ich kann keine Dinger hier machen. Mir fehlen nur noch so viele. Mal gucken, wie viele noch sind. Oh Mann. Ich bin so gut wie fertig mit dem Spiel. Hm. Ich finde die irgendwie voll schwachsinnig, ne? Ja, selbst hier wird es irgendwie so dargestellt, ne? Also, ich kann die irgendwie nicht ernst nehmen. Ich sehe ihr Gesicht, die ist die ganze Zeit. Die sieht aus, als würde die ganze Zeit am Pennen sein. So, okay. Ich bin mir nicht sicher, wie viel ich schon habe, so für diesen Part, so zeitmäßig, aber wir können noch ein bisschen weitermachen. Ich wollte den Garten tun wir erstmal ignorieren, bis ich hier alle. Ich weiß übrigens auch immer noch nicht, wie man das hier kriegt. Ne, da habe ich auch schon hier geguckt, aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ich nehme an, wir müssen einfach irgendwie weitermachen irgendwo, ne? Das ist genau wie mit dem Jahr was, ne? Also wenn mir irgendwie was fehlt, dann nehme ich an, ich muss noch irgendwie was machen. Und jetzt bewege ich mich die ganze Zeit aufscreen. Übrigens, ich habe gesagt, wir jetzt ein bisschen schneller. Also wenn mir noch irgendwie was fehlt, dann nehme ich an, ich muss einfach nur ja, ein bisschen irgendwie was machen, so eine Nebenquest oder eine Story weitermachen, ne? Keine Ahnung. Ich habe gesehen, mal Fort Carlin, so eine ganze Menge nicht erkunden. Ich habe so auf die, ich glaube so an den Dächern kann man sich noch rumbewegen, ne? Machen wir das mal. Nur wie komme ich da hin? Ich habe gesehen, hier ist irgendwo so ein Druide. Dann kann man da irgendwie auf die Dächer hoch, ne? Und da ist auch irgendwie noch eine Truhe. Gucken wir mal, wo die ist. Da oben bei der Plattform, wo die ganzen. Was ist denn hier los? Unproduktiver Humanoid. Berechne Angriffe neu. Das werden sie bereuen.
Erfahrung zugefügt. Aber dieses Spiel ist irgendwie ein Spiel, in dem ich mich noch nie so schwach gefühlt habe gegen Ende des Spiels. Ich meine, solche Sachen, wenn die mal passieren, ist die schlechten. Aber ich finde mich manchmal irgendwie in so einer Situation. Man könnte meinen, so ja, ich müsste jetzt eigentlich alles weghauen, ne? Aber ja, okay, ich spiele auf diesem Schwierigkeitsgrad, aber trotzdem. Ich habe mich noch nie so schwach am Ende gegen Ende eines Spiels gefühlt. Es gibt manchmal irgendwie so Gegnerbegegnungen. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich kann den Schild von denen? Ja, seht ihr? Ich sag, das dürfte mir eigentlich gar nicht mehr passieren, so was hier. Sie sind ineffizient. Okay, danke schön. So, da oben ist er. Wo komme ich da hin? Mir ein bisschen unlogisch, weil ich das so treffe, das Ding irgendwie so nach oben fliegt, aber okay. So, und jetzt kann ich irgendwie auf die Dächer, ne, würde ich sagen. War ich ja schon? Ich glaube, das war hier, war ich noch nicht, ne? Gut. So, ich will da rein. Dann komme ich da rein. Das ist ein Echo, sehe ich gerade. Hm. Oh. Sag mir dort hier ein Eingang ist. Hallo, was ist denn hier los? Seht, meine Kleinen, wir haben Besuch. Was ist hier los? Still. Wir dürfen sie nicht wecken. Sie brauchen ihre Ruhe. Ruhe wofür? Für die Übernahme durch die Meister. Die Übernahme durch den Unsterblichen. Ravis. Du reparierst Droiden für die Raiders. Ich hole die Kleinen aus ihrem Schlummer. Die Zusammenarbeit mit ihnen kann nichts Gutes bringen. Du irrst dich. Bald werde ich reich sein wie noch kein Prospektor vor mir. Du willst diese Droiden nicht an Ravis verkaufen. Ach. Wie ist Ravis tot, also. Es ist grausam, was du da machst. Deine Droiden verdienen einen besseren Meister als Ravis. Ja, die Kleinen verdienen. Kann man das irgendwie vermasseln? Aber ich glaube, ich habe das noch nie vermasselt. Also nehme ich mal an, da kann man nicht vermasseln, ne? Beendet ist, finden wir ein neues Zuhause. Du, Ravis wollte Upgrades. Ich habe gehorcht. Ich brauche sie nicht länger. Nimm sie! Okay, danke. Okay. Was ist das hier? Bergsteiger, ja bitte. Oh, hast du mir jetzt irgendwie was gegeben? Nee, ne? Okay, ich weiß nicht, wo ich. Ich dachte irgendwie, da schließt sich uns irgendwie im Saloon an oder irgendwie sowas. Na, bitte, hat auch noch was von sich gerade. Für Ravis brennt. Brennt mit eurem neuen Anführer. Oh nee. Das sind glaube ich die Typen, die ganze Zeit hier da oben gehockt haben. Geil. Willst du mir mal? Dann macht euch das Ding kaputt hier, bist du? Nein, ich hab eigentlich. Hilf mir! Ah, die machen immer so viel Schaden, ey.
Ja, sobald die angreifen, ne? Boah, gegen die habe ich keinen Bock, ey. Gott. Wie hast du mich bitte von da aus getroffen? Hier. Die greifen immer an, wenn ich angreife. Sobald ich den Knopf drücke. Boah, ich habe gar keine Lust auf gegen auf die gerade. Warte mal hier. Jetzt kommen die auch noch. Wow. Doch, diese blöden Mistviecher, ey. Ich habe schon gegen einen von diesen Typen hier Probleme. Ah. Und durchatmen. Ah. Ah. Meine Güte, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie ich da hochkomme, ne? So nervig hier dieses Gebiet. Oh, mir fehlt nur noch eine Sache, sehe ich gerade. Eine Essenz. Hä? War ja nicht noch eine Truhe irgendwo gerade? Hier. Ach, die ist da. Weil meine Essenz fehlt mir. Oh, wie soll ich denn das finden? So. Dann habe ich die Abkürzung schon freigeschaltet. Sollen wir ihn erschießen? Alter. So. Muss das Ding hier. Ja, ist wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie was, ne? Ah, guck mal. Hierher bitte. Denn seine Dinger sind wieder voll. Was sag ich, meine Schütze wieder voll, ne? Aus dem Weg. Habe ich doch für. Nein, ich komme mit meinem Kabel hier. Machen die Gegner überhaupt prozentuellen Schaden? Weil die machen ganz schön viel Schaden. Ne? Mal da runter, das gibt's jetzt nicht. Komm her, der lebt immer noch. Das gibt's nicht. Da. Okay, warum bewegst du dich nicht mehr? Hey. Ah, guck mal, ich muss die sogar erlegen.
Okay. Gott sei Dank. Ja, mittlerweile weiß ich auch, was Zocker ist, ne? Man bekommt mehr Erfahrungspunkte, aber man kann nicht mehr hier seine Erfahrungspunkte zurückbekommen. Durch respawnen, wenn die Gegner so am Leuchten sind. Also ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so brauche. Ich liebe es, wenn ich immer so einen riesigen Umweg gehe. So, irgendwo hier soll eine Truhe sein. Hier drunter. Da. Ah, da ist ein ATST. Komm bloß nicht auf mich zu. Hey, du bist weiß. Du siehst aus wie so ein... Hier geblieben. Das wäre so eine shiny Variante von diesen Viechern. So. Hier runter. Ja, ne. Überlebst du, ne? Puh, ehrlich. Mann. Aber bestimmt hier, ne? Na, cool, so, sehr gut gemacht. Oh, und jetzt kommen sie alle auch noch auf mich los, ne? Hey, BD. Was war hier? Sie sind hinter dir her. Können wir selber machen hier. So, von meinem Ding ist hier gerade verschwindet, aber was soll's. Da. Hier ist das. Ne, warte mal, das ist auch gar nicht ab, was ich wollte. Oh, eine Schatztruhe. Das ist alles ein großes Missverständnis. Wirklich, ihr müsst mich gehen lassen. Ach ja, warum sollten wir das tun? Ich kann euch nützlich sein. Ja, genau, was immer ihr wollt. Ich bin euer Frosch. Ich kann jetzt... Wir werden sehen. Der Boss sucht irgendwas. Finde es oder wir finden dich. Okay, der ist angeblich ein Frosch. So, der Kampf ist vorbei, also ich höre keine Kampfmusik mehr, also kann ich auch die Truhen wieder öffnen, ne? Ah, Mann, ehrlich. Lass mich da hoch, Mann. So, ich nehme an, der Viech hat die anderen Angreifer gerade erledigt, ne? So, was zum... Hallöchen. Du hast ein ganz schönes Arsenal. Greedo, Arsenal? Was? Warum treffe ich auf einmal so viele Leute hier wieder? Lass dich nichts angehen. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Was hast du mit dem ganzen Zeug vor? Ich gebe Ravis als Geschenk. Großer Tribut, ja. Tribut? Wieder? Du willst dich also den Raiders anschließen? Raiders sind weg, ja. Ravis ist tot. Schluss mit Prospektieren. Niemand mehr sagen schwach zu Gala. Viel Ruhm und Blut, ja. Mit Ravis. Die Raiders sind gefährlich und treffen keine Abmachungen. Gefahr, hä? Gara fressen Gefahr. Gara leben für Reiz von Töten. Aber du. Gara liebt niemanden außer sich selbst. Du taub gegenüber Ruf der Schlacht. Du willst nicht zu den Raiders gehören. Gara will nicht zu Raiders gehören. Das ist illegal. Schmuggelgut wie das könnte die Aufmerksamkeit des Imperiums erregen. Schmuggelgut wie das? Gefährlich. Gara ist kein Freund. Das ist auch für egal, was ich wähle. Nein, nein. Angebot geht nicht mehr. Zu riskant. Schmuggelgut hier. Ist vollkommen egal. Ist wie ein Genshin Impact. Dialoge machen überhaupt keinen Unterschied. So. Das bedeutet natürlich, dass deine Sachen jetzt mir gehören, ne? Bergsteiger. Ihr hört doch zusammen, ne, ihr beiden. Irgendwie stehen ihm so grüne Farben nicht so. Nee, was ich das mal sagen würde, aber... Irgendwie grün steht die nicht so. Ja, aber weiß. Dann haben wir ja auch alles, ne? Nein. Samenkapseln. Okay. Wo? Ach hier. Ich weiß ja nicht, wie ich da hinkomme.
Jemand von unten muss ich irgendwie da hin, ne? Ach, da ist doch hier das. Ah, da muss ich doch hier erstmal irgendwie was erledigen. Ich weiß ja nicht, genau, was das noch ist, ne? Aber gut. Weil nicht, wenn ich noch irgendwas finde, wenn ich sehe, der Part nicht zu lang ist, dann lässt du das alles einfach hier zurück? Dann kann ich einfach noch irgendwas hier dranhängen. Aber falls nicht, dann sage ich ciao. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Das ist hier von der Dingen. Oh. Ich habe mir gedacht, ich gucke vielleicht noch mal hier kurz nach, so vielleicht finde ich irgendwie eine Lösung für das. Und ja, das Ding ist hier in der Wand drin. Die haben mich ausgetrickst, die Typen. Ich wollte schon sagen, das ist doch grün, also mich hat das schon aktivieren können, ne? Also ja, da sind mir wie ein Schuppen von den Augen gefallen, als ich das gesehen habe. Hey, warum bist denn du hier drin? Bist du ein seltener Neko? Super. Und los geht's, Kumpel. Das ist alles. Okay, irgendwo hier habe ich noch eine Truhe gesehen. Wollte ich auch noch einsammeln und dann, ja. War, glaube ich, genug erstmal, ne, für ein paar wieder. Und zwar hier. Das ist irgendwie dieser Eingang von diesen. Jetzt mache ich dich. Oh. So. Folgt er mich, ehrlich? Hier Kampf und Sieg. So, oh, was zum. Geh du mal weg. Ist das ein Rancor? Warum läuft hier ein Rancor durch die Gegend? Hallo? Will ich auf den Arm nehmen? Warum läuft der einfach so unbeaufsichtigt ein Rancor durch die Gegend? Einfach so. Na, ich bin ja schon wieder voll falsch gegangen, sehe ich gerade. Gut, aber näher. Ein Danke. Wie komme ich jetzt wieder hier hoch, ey? Wo hier? Nein, nach oben, nicht nach unten. Läuft da einfach so ein Rancor durch die Gegend, ey. Glaube ich, Spinne. Wollen wir wieder hoch? Wer ist das denn? Na! Ja, natürlich. Oh mein Gott, lass mich doch mal in Ruhe. Na, der kämpft gerade gegen was. Wenn wir die Truhe eingesammelt haben und der ist immer noch da, dann können wir ja mal versuchen. Aber ich. Ich sehe meine Chance nicht so rosig gegen den. So, irgendwo hier muss er. Ich dachte, ich habe wieder irgendwie falsch gesehen, irgendwie. Also irgendwie weiß ich nicht. Eins mit diesen kleinen Viechern. Und ich habe nur irgendwie gedacht, oh, ist halt ein Rancor. Pff. Aber ne, ist echt ein Rancor gewesen. Ja, du bist jetzt so, bist jetzt schon so weit im Spiel, ne? So ein Rancor kannst du auch bestimmt locker erledigen, ne? Denkst du so hat Spiel, ne? Verteidige mich. Die Schweine. So, irgendwie muss ich da hoch. Das ist aber nicht nett. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Weg ist, aber das ist der Weg, den ich genommen habe. So, und jetzt ist irgendwo hier auf dem Dach ist was. Komm ich denn zum Dach hin? Oh, sag mir jetzt nicht, ich habe das verpasst, weil ich hier letztens. Man kann einfach so da auch. Er sieht irgendwie so unoffiziell aus. Man einfach so auf die Dächer drauf gehen kann. So. Okay. Ja, warte mal. Ist das nicht irgendwo der Ort, wo. Wo. Ne.
So. Wir bringen den Rancor. Was ist denn da los? Was ist nicht dann einfach so ein Rancor hier? So einfach so voll entspannt durch die Gegend. Ich habe natürlich jetzt ja auch nichts so an. Und so AP und Stimpacks, ne? Wir müssen uns alle zusammentun. Ich bin keine Bedrohung. Siehst du das? Das ist eine Bedrohung. Vielleicht ein bisschen Training, ja, gegen das Viech sammeln. Mal sehen, was gegen das Viech funktioniert und was nicht. Das zum Beispiel nicht. Okay. Okay. Was ist das? BD, ich brauch Hilfe. So, komm her, Stück. Mir übergibt, wenn ich 5 Level ups. Hab sogar eingehalten. Sehr gut. Cool. Jetzt muss ich das nur noch in diesen einen Ding machen, ne? Aber das ist ein bisschen. Jetzt haben wir wieder eine ganz andere Situation und so, ne? Also ja, wie soll man das machen? Ich weiß es nicht. So, wir holen uns mal hier diesen Blaster-Dingens hier, den ich letztens holen wollte. Ja, mal gesehen, will ich gleich mal ausprobieren. Aus nächster Nähe. Da ist irgendwie mit einer Trophäe verbunden. Okay. Ja, schaffe ich locker auszulösen, ne? Vorwärts, BD. Cool. Oh, der verbraucht Macht anstatt Kugeln. Das finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Das ist ehrlich gesagt nicht schlecht. Ich meine, das verbraucht eine Menge Macht. Das verbraucht so die Hälfte meiner Macht, aber hey. Ha. Oh mein Gott. Boah, kannst du mal aufhören auf mich? Hey, Kumpel. Nein, da wollte ich gar nicht. Ich wollte mich. Weiter, da kommt wieder so eine Situation, ne? Also mal aufhören, zu ballern, mein Gott. Alter, ich kann dieser aufladenden Schüsse nie ausweichen. Oh. Okay, da gibt es bestimmt einige Situationen, wo das sehr hilfreich ist, ne? Aber ich mache erstmal hier ein paar Abend. Ich glaube, jetzt müsste ich eigentlich genug haben, so 55 Minuten oder so müsste ich jetzt ungefähr haben, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wofür ich programmiert wurde. Deshalb bin ich dir überlegen. Ich dachte sogar von hier aus. Und durch jeden Schuss bekomme ich ja wieder Macht zurück, ne? Anzeige damit. Ja, super. Da gibt es bestimmt einige Synergien, ne? Ich sagen wir ja schon wieder ein Rainquest, ne?
Warte, ich kann die Gegner abschießen, ne? Dann kriege ich wieder Macht zurück. Dann kann ich wieder den hier einsetzen. Oh, nein. Naja. Naja, da gibt es bestimmt einige Synergien, aber wie gesagt, ich mache jetzt hier Feierabend. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht beim nächsten Mal, ne? So viele Sachen sind nicht mehr übrig. Komplett hier kann ich jetzt auch nicht jagen, also weiter nicht. Ich werde noch ein paar Sachen hier auf Screen sammeln. Vielleicht will ich mal hier hingehen, ne? Ich weiß es nicht. Wie auch immer man da hinkommt, ich weiß es nicht. Von hier unten habe ich doch gerade schon festgestellt. 91,2%. Gut. Ich werde mich dann auf Screen mal auf der Karte hier so umschauen, wo wir noch nicht waren, wo noch was ist, ne? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hier habe ich mir was markiert anscheinend. Aber irgendwie sehe ich hier nichts. Im ersten Blick. Warum ist das hier? Keine Ahnung. Weg damit. Egal. Ciao. Bis zur nächsten Folge.